FSK 93, 101,4 MHz im Kabel. Wir hatten uns das letzte Mal vor allem anhand der Ergebnisse der quantitativen Befragung Antisemitismus in der Linken von Maximilian Elias Imhoff beschäftigt. Mit der Empirie des heutigen linken Antisemitismus. Diese Studie hatte gezeigt, dass auch die sogenannte Israel-Kritik pro-palästinensischer Linker nach alten antisemitischen Mustern erfolgt. Antisemitische Israel-Kritik geht in der Regel einher mit antisemitischen Ressentiments, die sich nicht auf Israel beziehen. Es wurde bestätigt, dass Israel und Zionismus in dieser Ideologie Chiffren für Juden und Judentum sind. Denn Ersterer werden stets so dargestellt wie die Juden im klassischen Antisemitismus und Antijudaismus. Diese Unterscheidung lässt sich, wie neuere Forschung zeigt, gar nicht so sehr mehr auseinanderhalten, nicht einmal im Nationalsozialismus, wie wir das auch an einzelnen Autoren, die zu der Zeit große Auflagen hatten, auch sehen konnten, wie der Talmud-Jude von August Rohling oder so etwas. Und im linken Antisemitismus kommen diese antijudaistischen Züge auch vermehrt vor. Der Autor dieser Studie geht auch auf Einwände, die natürlich hauptsächlich von Linken kommen, weil sie ja nun betroffen sind, genauer ein. Ich zitiere das. Wenn Linke nun monieren, dass unter dem Vorwand des Antisemitismus versucht wird, Israel-Kritik zu tabuisieren, sind den Ergebnissen zufolge die linken Israel-Kritiker selbst dafür verantwortlich. Aber nicht diejenigen, die auf den antisemitischen Charakter der Kritik verweisen. Unterstützt wird dieser Gedankengang zusätzlich dadurch, dass der beste Prädikator für Antisemitismus im R-Score, also der Antisemitismus-Skala, in der radikalen Linken die Solidarität zur palästinensischen Seite im Nahostkonflikt ist. Je einseitiger die Solidarität der palästinensischen Seite gilt, desto deutlicher antisemitischer die Denkweise. Mitgefühl für die Palästinenser und Hass, weil die Perzeption Israels emotional kognitiv aufgekocht ist, sind demnach häufig sehr eng miteinander verbunden. Einseitige Palästina-Solidarität ist allem Anschein nach ein Ventil, um antisemitischen Ressentiments ungehindert freien Lauf lassen zu können. Das letzte Mal haben wir ja gesehen, dass beides, ein nicht auf Israel bezogener Antisemitismus und Israel bezogener Antisemitismus, aufeinander bezogen sind. So dass man da auch auf mehr als bloße Korrelation schließen kann. Wir wissen ja auch aus der Erfahrung der sogenannten Palästina-Solidarität, dass diese absolut keine Rolle spielt, wenn die Palästinenser von arabischen Tätern bedrängt werden, was ja wirklich häufiger geschieht als von Israelis. Nicht bekannt ist ja, dass beispielsweise Jordanien eine Art Apartheidsregime ist, nicht? Was Antizionisten meist von Israel behaupten, bei denen, wo das überhaupt gar nicht der Fall ist. Der Tod von Palästinensern wird ja von arabischen Terroristen nicht bloß billigend in Kauf genommen, sondern ist durchaus erklärtes Ziel, ist also erwünscht. Und es wird ja auch zynisch zur Schwäche des jüdischen Gegners erklärt, dass sie das Leben mehr lieben als den Tod. Und wenn es einigen Palästinensern auch so geht, dass sie das Leben mehr lieben als den Tod, werden sie etwa von der Hamas gezwungen, dort zu bleiben, wo sie mit großer Wahrscheinlichkeit ihr Leben verlieren.
Also sie werden als Schutzschild verwendet. Die Schuld wird dann immer auf die Israelis geschoben. Allerdings nicht auf den beträchtlichen Teil von Israelis, die als Araber lieber Israelis sind, als Palästinenser zu werden. Von daher richtet sich der Israel-Hass auch vor allem gegen Juden, nicht gegen alle Israelis. Und was wir ja auch schon zum Thema hatten, die, wie Isaac Deutscher sie nannte, nichtjüdischen oder judenhassenden Juden, sind ja auch eine Obsession für Antisemiten, die einen israelbezogenen Antisemitismus pflegen. Und es gibt ja auch nach Auschwitz eine Verpflichtung, nicht nur der Arier, also gemeint sind also nicht jüdische Deutsche oder wie man heute sagen müsste, Deutsche ohne Migrationshintergrund, sondern auch deutscher Juden für Israel. Imhoff schreibt weiter, es gibt daher Hinweise, dass jene Chiffren nicht nur eine Analogie darstellen, sondern obendrein auf die Gesamtheit aller Juden verweisen. Dagegen spricht freilich die Kluft zwischen der wahrgenommenen Verpflichtung deutscher Juden gegenüber Israel und Deutschland. Sie ist nämlich die am schlechtesten und nur leicht mit Antisemitismus korrelierende Variable. Viele Fälle mit besonders hoher Zustimmung im A-Score bewerkstelligen es, in ihren Antisemitismus nicht alle Juden zu inkludieren. Sie scheinen in der Lage zu sein, einen Unterschied zu machen zwischen den zu kritisierenden Israelis und Zionisten sowie den Juden außerhalb Israels, da sie diese nicht per se als stark Israel-solidarisch identifizieren. Die Zurückweisung der Identifizierung der deutschen Juden mit Israel ermöglicht es ihnen, sich selbst vom Vorwurf des Antisemitismus freizusprechen, da sie in ihre Israel-Kritik bewusst nicht alle Juden mit einbeziehen. Juden in Deutschland würden demnach erst Gegenstand der Kritik, wenn sie sich doch im hohen Maße Israel verpflichtet fühlen. Dann aber wäre in ihren Augen die Unterscheidung vermutlich hinfällig. Denn die Befragung hat ergeben, dass die Differenz zwischen Individuen, also Israelis, und Regierung in hohem Maße aufgehoben ist. Kritik an Israel und Kritik an den Israelis scheinen das Gleiche zu sein. Bedenkt man, dass diejenigen mit einem hohen A-Score ein Bild von Israel zeichnen, das dem vom Nazi-Deutschland, einem faschistischen und grausamen Staat, gleicht, wird der deutsche Jude vermutlich spätestens dann, wenn er sich zu Israel bekennt, gehasst, wie ein Jude im Antisemitismus gehasst zu sein hat. Nun haben wir zu fragen, wo denn die antisemitischen oder antizionistischen Tickets der Linken ihren Ursprung haben. Da fiel just beim Schreiben ein Buch aus meinem Regal, das aus dem Jahre 1971 stammt und von Michael Landmann geschrieben wurde. Das Israel-Pseudos der Pseudolinken. Er setzt an mit einer Kritik an Isaac Deutscher, ein Autor, der Trotzkist, der später selber seinen Antisemitismus dann aufgab, aus Belehrung aus der Geschichte. Nun könnte man behaupten, dass das Jahr 1971 war, Isaac Deutscher war 2 Jahre vorher ist gestorben, und eine Verabschiedung des Anti-Imperialismus bei der Neuen Linken nicht erst mit dem Zusammenbruch des Sowjetsystems, sondern schon 1979 geschehen ist, wie man etwa aus dem Heft 57 des berühmten Kursbuches mit dem Titel »Der Mythos des Internationalismus« erkennen kann. Wer damals, wie heute, ein Verratsgeschrei anstimmte, hätte aber allerdings das Ziel verfehlt, wie das im Kursbuch schon vorweggenommen wurde, als damals gesagt wurde, dass der sogenannte Abschied vom Anti-Imperialismus selber nur enttäuschter Anti-Imperialismus sei. Die anti-imperialistische Ideologie sei selber die in ihr Gegenteil umgeschlagene und schon immer falsche Idee, wonach diejenigen,
die im System weltweiter Kapitalakkumulation die Geschädigten sind, auch noch die besseren Menschen zu sein haben. Wer also die Verabschiedung des Antiimperialismus treffen wollte, kam an einer Grundsatzkritik des Antiimperialismus nicht vorbei. Allein deswegen schon, weil mit dem Antiimperialismus keineswegs die mit ihm stets notwendig verbundenen Einstellungen, Denk- und Politikformen verschwunden waren. Was früher noch weithin Alleinstellungsmerkmal linker Splittergruppen war, ist zum gesellschaftlichen Allgemeingut geworden. Die alten Parolen wurden nur rund erneuert, wobei die Linken, die aufgrund ihrer Tradition noch ideologische Vorhut spielen konnten, schon längst ins Hintertreffen geraten waren. Nicht die 68er von Fischer bis Cohn-Bendit, sondern CDU-Anhänger bilden die Avantgarde der neuen Generation bundesdeutscher Anti-Impis. Man denke an den Totenhöfer, nicht? Der von Wehner Hodentöter genannt wurde, und anderen CDU-Anhängern, Schwarzschilling und so, die schon damals auf dieser Schiene fuhren. Also der Schrott antiimperialistischer Phrasen kehrt gesamtgesellschaftlich wieder, hat allerdings einen neuen Gegenstand und einen neuen Träger gefunden und ist natürlich schon eine Verfallsform der Verfallsform. Nicht? Der Antiimperialismus war ja gewissermaßen die höchste Phase falscher Antikapitalismuskritik er hat sich dann ja dann noch einmal in einer Schwundform sozusagen weiterentwickelt oder besser gesagt rückentwickelt. Der gesellschaftsfähig gewordene Antiimperialismus ist allerdings noch etwas platter geworden und reduziert sich letztlich auf eine Dichotomie von Gut und Böse. Und diese charakterisiert diesen Sachverhalt eigentlich schon erschöpfend. Es erinnert so ein bisschen an die antike Gnostik, die auch schon antijudaistische, antisemitische Tendenzen in sich hatte. Das finstere Subjekt ist nun nicht mehr der des Imperialismus, sondern schon mal die Serben, nicht mehr Vietnam, sondern in Bosnien wird ein Völkermord entdeckt, und statt für kämpfende Völker in der Dritten Welt begeistert man sich nun für seines kroatische Mordsbanden. Und aus alten Zeiten übrig geblieben ist noch, dass man den Sieg im Volkskrieg immer noch den Palästinensern wünscht. Die Einsicht, die auch in anderen Zusammenhängen gilt, ist das charakteristische Merkmal von langlebiger Ideologie, besonders in Deutschland, nämlich dass die allgemeinen Denkformen die unter ihnen gefassten Inhalte überleben. Seit der Aufklärung gab es ja ein Problem, das mit dem Diktum von Clermont-Tonnerry in der französischen Nationalversammlung begann, dass die Emanzipation der Juden nur den jüdischen Individuen galt, nicht dem jüdischen Volk galt. Oder wie es hieß, Zitat, den Juden als Nation ist alles zu verweigern, den Juden als Menschen aber ist alles zu gewähren. Das heißt, die einzelnen Juden sollen in der Gesellschaft willkommen sein, aber, darauf läuft es hinaus, sich von anderen nicht mehr unterscheiden. Der Jude soll aufhören, Jude zu sein, was allerdings auch aus dem Mittelalter stammen könnte, denn da reichte die Taufe in vielen Fällen, um dem Tode zu entrinnen. So wie in Frankreich, so bei der bolschewistischen Revolution. Während andere Nationen erhalten bleiben sollten,
in der Sowjetunion, erwartete man von Juden die Aufgabe ihrer nationalen Identität und jede Aufrechterhaltung eigener Sitte und Sprache wurde gebrandmarkt. Damit wollte man das Judentum konfessionalisieren. Im Westen hatte sich das tatsächlich ab dem 19. Jahrhundert durchgesetzt. Aber dadurch, dass die Judenverfolgung nicht aufhörte, wie auch Theodor Herzl erkannte, entstand aus der Erfahrung, dass die fortschreitende Liberalisierung der Diskriminierung und Verfolgung kein Ende setzten. Der politische Zionismus, der nur den Einzelnen, sondern den Juden im Allgemeinen emanzipieren sollte. Anfänglich lehnten das Sozialisten, darunter auch Jüdische, das ab, weil sie das für nationalistisch hielten. Nur für andere Nationen galt das ja nun, und Stalin schrieb ja die Abhandlung über die Nation für Lenin. Den Juden, die eigentlich keine mehr sein wollten, sondern sich assimilieren wollten, wurden durch den Zionismus an ihr Judentum ziemlich unliebsam erinnert. Diese Einstellung überlebt in gewissem Sinne bis heute. Sogar in Israel, wenn man da so einige antizionistische Juden bedenkt. Oder was da manchmal nach Haaretz, dieser Zeitung, die sehr palästinafreundlich ist, so manchmal zu lesen ist. Auf der anderen Seite gab es aber gerade auch einen sozialistischen Zionismus, genauso wie eine Zionismus- und israelfreundliche Linke, die unter anderen Titel etwa pro-zionistische Linke, was es heute noch als Namen gibt, oder antideutsche auch heute noch existiert. Der Teil der neuen Linken, also der nicht-stalinistischen Linken oder der Nicht-Sowjetlinken, der seit kurz nach dem Junikrieg den antiimperialistischen und emanzipatorischen Gehalt des Zionismus und des Staates Israel leugnet, konnte sich ja noch nicht einmal auf die alte Linke stützen, zumal die Sowjetunion als erste Israel völkerrechtlich anerkannte. Sie drehten die Argumentation um. War die israelische Seite antiimperialistisch, weil sie sich ja auch gegen die englische Besatzung des Mandatsgebiets einsetzte, so gilt plötzlich die israelische für imperialistisch und die arabische Seite für antiimperialistisch, für die sie dann, dem kam ja da auch die arabische Propaganda entgegen, die sowas wie das palästinensische Volk ersann oder erfand, worauf man erst einmal kommen muss, weil es sowas wie einen palästinensischen Staat gar nicht gab und bis heute nicht gibt. Wer das nicht glaubt, überlege, wo sich denn so ein Staat befunden haben soll oder befindet, welche politische Führung sie haben, wie sie heißen und so weiter. Wenn man jemanden fragt, der so etwas halluziniert, wird Schwierigkeiten haben. Der Verrat dieses Teils der neuen Linken, der antizionistischen Linken, war ja auch einer, dass sie zu einen Staat nicht an dessen Fortschrittlichkeit, Freiheit und Menschenwürde, kurz Humanität, maßen und auch gegen die Verständigung von Arabern und Israelis eintraten, also ausgesprochen unsozialistisch für Hass und Gewalt eintraten. Eine Kritik am Nationalen, am Nationalstaat, könnte man ja noch ein Wahrheitsgehalt abgewinnen. Nicht, da gibt es ja auch schon eine Tradition von Kritik an der Nation. Nicht? Man denke an Hobsbawm, Benedict Anderson und so weiter. Aber auch nur unter der Bedingung, diese Forderung an alle Nationen zu richten, sie solle sich auflösen. Diese Forderung zuerst oder nur an Israel zu richten, ist Heuchelei und mörderisch, zumal Israel nicht nur als Staat, sondern auch als ein Volk in Frage gestellt und bedroht wird. Und obendrein hatte und hat der Staat Israel auch eine emanzipatorische Funktion für die zerstreut lebenden Juden. Und welche Lächerlichkeit es bedeutet, dann ein arabisches Palästina zu fordern, muss ich das noch betonen?
Welche Anmaßung? Welches Recht und welche Logik nimmt denn eine solche Argumentation in Anspruch, wenn sie Israel das bestreitet, was sie am arabischen Staat allein auf Basis von leeren Versprechen zugestehen wollen? Jeder sozialistische oder kommunistische Kredit wäre ja damit schon verspielt. Damit konvergierte diese antizionistische Neue Linke damals mit dem sowjetischen Imperialismus und dem pogromistischen Antizionismus, wie Landmann das nennt. Diese Konvergenz der arabischen und neulinken antizionistischen Ideologie ging Landmann zufolge in beide Richtungen. Also von der Linken auf die Araber, von den Arabern auf die Linke. Ich hatte auch schon in einer der vorigen Sendungen ja auch schon erwähnt, dass da so einige SDSler in den Nahen Osten flogen und sich in Jordanien und anderswo militärisch ausbilden ließen. Da war es natürlich jetzt aus mit dem Pazifismus der Deutschen. Jetzt gehe ich noch etwas auf Landmann ein, der die Ideologie, die damals ersonnen ward und die heute immer noch mitschwingt, das hängt damit zusammen, dass also solche Palästina-Solidaritätsgruppen, ich konnte vor kurzem mal eine in Bremen entdecken und stellte fest, ja, das sind ja auch schon Pensionäre oder Rentner, nicht? Also schon noch älter, als ich jetzt ja auch schon bin. Und Landmann fasst diese Ideologie in 13 Punkten zusammen, die er jetzt nicht detailliert widerlegte in seinem Buch, sondern auf andere Bücher verwies. Ich habe das ja auch schon häufiger getan, aber um es nochmal im Kopf zu haben, zitiere ich mal diese 13 Punkte. Punkt 1. Die Juden, so tönt es uns auf Versammlungen und aus hunderten Veröffentlichungen entgegen, sind europäische Eindringlinge, die keinerlei historischen Anspruch auf Palästina haben. Der Zionismus ist kein wertneutraler, geschichtlich-politischer Begriff, sondern etwas, was bei jedem Rechtdenkenden von vornherein Empörung auslösen muss. Er schließt eo ipso Usurpation und Unterdrückung ein. Sowas hört man heutzutage auch manchmal. Damit wird allerdings sowohl ignoriert, dass seit Jahrtausenden dort Juden lebten. Und dass dieses Land ein Land ohne Volk war. Wie ist das denn überhaupt zu verstehen? Nicht? Im Gegensatz zum mutwilligen Missverständnis ist es nicht so zu verstehen, dass es dort gar keine Bevölkerung in dem dünn besiedelten und kaum bearbeiteten Land gab, sondern dass es dort noch keinen organisierten Staat gab, der so etwas wie ein Volk hätte konstituieren können. Daher folgte ja auch eine weitere Lüge oder ein weiterer Mythos. Also Punkt 2. Der Zionismus gehört noch in den Zusammenhang des europäischen Kolonialismus. Er hat den ansässigen Arabern ihr Land gestohlen, so wie kolonialistische Mächte sich heute überall aus Asien und Afrika wieder zurückziehen. So müssen daher auch die Juden wieder zurück. Der Staat Israel ist nicht nur in einzelnen Aspekten verdammungswürdig, sondern er entbehrt als Ganzer der Legitimität. Dies würde der EU Arbeitsdefinition für Antisemitismus natürlich jetzt schon längst folgen, nicht? Wo es mit den 3Ds, nicht? Delegitimierung, Dämonisierung und so weiter. Aber es wird natürlich hier wiederum ein Faktum vergessen, dass die Juden die ansässigen Araber gar nicht verdrängten. Im Gegenteil, die jüdische Einwanderung zog
auch die Einwanderung vieler Araber nach sich. Das hängt damit zusammen, dass auch viele Intellektuelle in ihren Journalien durchaus von einer Renaissance des Orients sprachen, die man durch die gut ausgebildeten Juden, die dort auch nachzogen, auch ein besseres Leben bekämen. Nicht? Die Araber hatten auch Erwartungen in den Zionismus, und zwar positive. Das änderte sich erst, als der Nationalsozialismus Einfluss nahm auf die Muslimbrüderschaften. Und solche Leute wie Haj Amin al-Husseini sich der Nazi-Ideologie anschlossen. Oder auch der Begründer der Muslimbrüderschaft, Hassan al-Banna, könnte man da erwähnen. Gut, nun der Punkt 3. Der kolonialistische Charakter des Zionismus geht auch daraus hervor, dass er, um seine Ziele zu erreichen, sich unter die Fittiche des vor allem britischen Imperialismus begab, dessen Werkzeug er bis heute geblieben ist. Das zeigt sich auch daran, dass Israel bis heute nur mit den westlichen Ländern, vor allem den USA, zusammenarbeitet, dass es wirtschaftlich nicht in die Region integriert ist und dass es 1956 ohne eigene Motivation gemeinsam mit England und Frankreich den Suezkrieg führte. Israel gestattet aber nicht nur durch seine Existenz fremden Großmächten eine Einflussnahme auf den Nahen Osten, sondern es tritt auch selbst, wie im Junikrieg von 1967, imperialistisch auf. Auch dies kann nur als Unfug bezeichnet werden, auch wenn es heute von Antizionisten weiterhin verbreitet wird. Dass die Zionisten gerade gegen die englische Besatzungsmacht, also gegen den da erwähnten englischen Imperialismus, kämpfen musste, die die Einwanderung beschränken wollten, gehört auch zur Vorgeschichte Israels. Auf der anderen Seite erwähnen sie natürlich immer gern die Sternengruppe, nicht? Eine Gruppe, die auch Anschläge verübte. Und die Angriffe arabischer Staaten von Anfang an machten einen Präventivkrieg gegen die arabischen Staaten im Juni 1967 unvermeidlich. Das war auch so in der Linken ein Umschlagpunkt, nicht? Also die Stellungnahme immer zu den Opfern, nicht? Das ist so wie Blitz und Donner immer gewesen, nicht? Hier wurde die Situation aber komplizierter und da setzt es natürlich aus. So kommen wir zum vierten Punkt. Seinen imperialistischen Verflechtungen entspricht es, dass Israel in seiner wirtschaftlichen und sozialen Struktur durch und durch kapitalistisch ist. Es duldet nicht nur innerhalb seiner eigenen Grenzen keinen Klassenkampf, sondern verhindert auch die soziale Revolution in der ganzen Gegend. Immerhin sind die arabischen Staaten bereits sehr viel sozialistischer und erst recht wird der Sozialismus nach Israels Vernichtung dort aufblühen. Wer das glaubt? Naja, der sozialistische Zionismus, wie er auch in der Kibbutz-Bewegung sich etablierte, war sozialistischer als die asiatische Produktionsweise in den arabischen Staaten. Teilweise noch Sklavenhalterei und solche Dinge. Und von Sozialismus konnte da eigentlich nicht die Rede sein, nicht? Eher ein Sozialismus, der nach dem Vorbild des Nationalsozialismus gebildet wurde. Man denke an die Baath-Parteien von Syrien und Irak. Das intakte, noch ein Beispiel. Und später konnte man ja sehen, was aufblüht, wenn Israel sich zum Beispiel aus dem Gazastreifen zurückzieht. Das intakte Wassersystem, das sie hinterließen, wurde in kurzer Zeit durch maßlosen Brunnenbau zerstört.
Und von den 100% intakten Wasser waren dann 75% des Wassers ungenießbar. Israel dagegen verschwendet das Wasser nicht, sondern recycelt es und bot solches Wasser sogar an, den Palästinensern zu liefern, nicht um die Felder zu bewässern. Was die palästinensische Führung allerdings ablehnte. Lieber verschwendet man weiterhin Trinkwasser und gibt Israel dafür die Schuld, dass das Wasser dann ausgeht. Das Beispiel bringe ich natürlich, wie das manche bemerkt haben, am 18. August 2016 gab es da zwei ARD-Sendungen, die Tagesschau und Tagesthemen, wo diese Wassermythen schon wieder mal aufgetischt wurden. Vorher hatte das ja auch schon Amnesty International versucht. Wobei man dann mal wieder Experten, nicht Experten, ist ja schon ein Schimpfwort mittlerweile geworden, dass man also als Experte für solche Probleme ausgerechnet ein Anhänger der elektronischen Intifada und an, der als notorischer Israelhasser bekannt ist, in die Sendung einlädt und interviewt, ist natürlich schon fast komisch. Wobei ich da nicht drüber lachen kann, weil das ist wohl notorisch hier in der deutschen Journalie geschieht. Aber nochmal ein Stück weiter. Der fünfte Punkt der antizionistischen Ideologie. Infolge seines Kolonialismus und Imperialismus ist Israel notwendig, aggressiv, expansionistisch und annexionistisch. Der beste Beweis dafür ist seine Weigerung, sich aus den 1967 besetzten Gebieten wieder zurückzuziehen. Auch das ist natürlich Humbug. Israel kann sich überhaupt gar nicht gefahrlos aus diesen umstrittenen Gebieten zurückziehen. Völkerrechtlich übrigens keine besetzten Gebiete. Ein besetztes Gebiet wäre ein Staat, der dann einen Usurpator annektierte. Aber das ist da ja gar nicht der Fall. Also Israel kann sich da also nicht gefahrlos aus diesen Gebieten zurückziehen, solange dann ein Krieg auf eigenem Boden drohte. Ein Krieg auf eigenem Boden bedeutet aber in einem Land, das gerade mal so groß wie Hessen ist, den Untergang. Und dann der sechste, ganz kurz, drum ist es auch militaristisch. Sicher, Israel hat eine Armee, der es bisher gelang, ihr Staatsgebiet zu verteidigen. Militaristisch ist das allerdings nicht, auch wenn der Militärhaushalt bei den Mächten, die seine Existenz nicht anerkennen, in der Natur der Sache liegend, sehr groß sein muss, solange die arabischen Staaten Israel nicht glaubwürdig anerkennen. Aber genau das verweigern sie von Anfang an. Da sind wir dann auch schon beim siebten Punkt, der zu korrigieren ist. Um seine eigenen Leute unterzubringen, hatte Israel 1948 den größten Teil der einheimischen Bevölkerung unter Drohungen vertrieben. Es hat sich bis heute geweigert, etwas zur Lösung des Flüchtlingsproblems zu unternehmen. Ja, sicher sind da einige Leute geflohen. Ich verzichte jetzt drauf, die arabischen Befehle, das Land zu verlassen, damit man hinterher dann, wenn es judenfrei ist, wieder zurück übernehmen kann. Jetzt noch im Detail zu zitieren. Was da ohnehin übersehen wird, was ist denn mit der ebenso großen Anzahl von Flüchtlingen, jüdischen Flüchtlingen aus arabischen Staaten, die Israel aufgenommen hat?
Selbst antizionistische Juden oder Israel-Hasser wie Norman G. Finkelstein sehen im Rückkehrrecht und der BDS-Bewegung lediglich den Wunsch nach Zerstörung Israels und bezeichnen die Initiatoren der gegen Israel gerichteten Kampagne, das erklärt jetzt auch die Abkürzung, Boykott, Divestment and Sanctions, als Sekte, der es nicht um die Rechte der Palästinenser, sondern um die Zerstörung Israels gehe und die ihre Marschbefehle von Gurus aus Ramallah bekommen. Er nannte ihr Vorgehen albern und kindisch. Zum palästinensischen Flüchtlingsproblem sagte er, wird die Öffentlichkeit es vernünftig finden, wenn 6 Millionen Palästinenser in ein Land strömen, das jetzt 1,8 Millionen Palästinenser und 5,5 Millionen Juden hat? Ich glaube nicht, dass man das vermitteln kann. In der Jüdischen Allgemeinen vom 8. März 2012. Trotzdem gibt es dieses Ansinnen auch in Deutschland immer noch. In Dresden haben die Studentenausschüsse übrigens beschlossen, dass an der Universität diese BDSM, also Boycott, Divestment, Sanctions Movement, nichts zu suchen hätte. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich hoffe, das verbreitet sich. Und jetzt zum Punkt 9. In den 1967 besetzten Gebieten begeht Israel beispiellose Gewalttaten. Zeugnis seines Chauvinismus sind nicht nur gesprengte Häuser und eingesperrte Terroristen. Israel ermordet auch Hunderte von Dorfbewohnern und zerstört heilige Stätten des Islam. Gut, das war jetzt nun vor mehr als 40 Jahren formuliert. Wer sowas heute noch glaubt, glaubt auch den Nachrichten, die die Gewalt, die Araber anrichten, erst dann berichten, wenn Israel sich dann doch verteidigt. Oder wie es im Fokus einmal hieß, nicht? Israel droht mit Selbstverteidigung. Schöne Drohung. Und Punkt 9. Auch die in Israel selbst als Minderheit lebende Araber werden diskriminiert und als Bürger zweiter Klasse behandelt. Die Juden lernen nicht Arabisch. Israel kennt keine Toleranz, denn es ist eine Theokratie. Wenn es allerdings eine Streitkultur irgendwo gibt auf der Welt, wenn es irgendwo Toleranz gibt, dann geht es, denn es ist es in Israel, denn das geht zum Teil sogar so weit, dass sogar Islamisten, die Israel den Krieg erklären, in der Knesset sitzen. Und mit dem Arabisch lernen ist das ja so, dass es wird natürlich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt natürlich unbeliebter Arabisch zu lernen, aber viele Israelis lernen es dennoch. An Universitäten wird ja auch mal oft Englisch gesprochen, neben Hebräisch. Und was Toleranz angeht gegenüber Homosexuellen beispielsweise, ist Israel ja wohl auch eher ein Vorbild. Das geht dann ja dann sogar so weit, dass so verdreht kann man sein, dann Antizionismus, dann den Vorwurf des Pinkwashing aufwerfen, nicht? Also Pinkwashing ist nichts Pornografisches oder das Waschen des weiblichen Geschlechtsteils oder so etwas, sondern es meint also, dass Israel so tolerant ist, nicht weil es so intolerant ist, könnte man sagen. Gut, und dazu Punkt 10. Es ist sogar innerhalb des eigenen Volkes rassistisch, wie man am Verhalten gegen die orientalischen Juden sieht. Ja, plötzlich wird da ja jetzt nun zugegeben,
dass es dort Juden schon über Jahrtausende gibt, die dort lebten. Und das ist eine kulturelle Differenz gibt zwischen Orientalen und Einwanderern aus Europa, die übrigens auch nicht so in der großen Mehrheit sind, wie man das manchmal glaubt. Das muss nichts mit Rassismus zu tun haben. Wobei, wenn, dann richtet sich das eher gegen russische Juden, die oft gar keine wirklichen Juden sind, sondern aus anderen Gründen die Sowjetunion damals oder heute Russland verließen. Und außerdem, um Amos Ost mal zu zitieren, nicht, in Israel hält sich jeder für den Messias. Nicht, und es ist dann darum auch nicht verwunderlich, dass viele Gruppen die anderen nicht mögen, was allerdings mit Rassismus wenig zu tun hat, sondern mit der Multikulturalität des Judentums schlechthin. Und 11. Israel lebt in einer permanenten nationalistischen Hysterie. Es pflegt die Volksgemeinschaft-Ideologie. Naja, wenn das eine Hysterie ist, dann möchte ich nicht wissen, was dann in Deutschland geschieht. Wenn in Deutschland vergleichbare Attacken geschehen würden, wäre die Demokratie schon längst abgeschafft und die Feinde würden im Meer abgeworfen. Natürlich, weil es sich schlecht machen würde, wenn die KZs wieder eröffnet würden. Nicht, also unter den Bedingungen, unter denen Israel existiert, wäre Hysterie übrigens sowieso tödlich. Nicht? Das ist ja alles hier aus dem Jahre 71 und lebt bis heute fort. Und eine Volksgemeinschaftsideologie ist natürlich wieder eine Anspielung auf den Nationalsozialismus. Und Israel-Nationalsozialismus-Vergleiche gehören ja auch zum Repertoire des Antisemitismus, der Israel bezogen ist. Und dann fassen die das zusammen. All dies lässt sich auch auf die Formel bringen. Es ist Faschismus oder faschistisch. Wer so einen Unfug behauptet, sollte vielleicht mal zeigen, wo sich die KZs, die ja angeblich da sich befinden, denn wo sie denn sind, nicht? Wo jeder heute ein Handy hat mit einem Fotoapparat, dürfte das ja keine Schwierigkeiten sein, wo wir ja schon von Pollywood wissen. Also so eine Kulturindustrie palästinensischer Provenienz, die für die Welt die Bilder aufbereitet, um Israel zu terrorisieren. Und ja, der letzte Punkt, im Gegensatz zu den arabischen Staaten hat denn auch Israel die UNO-Resolution vom November 1967 nicht akzeptiert. Seine Regierung hat keinen Friedensplan vorgelegt. Israels Intransigenz ist das alleinige Hindernis für einen nahöstlichen Frieden. Das dürfte wohl nur als Projektion durchgehen. Keine der auch nach 1971 gelieferten Vorschläge scheiterten allesamt an der Intransigenz der Palästinenserführung, die auf ewig sich verweigert, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen. Für sie existiert er nicht auf ihren Landkarten, auf ihren Fahnen nicht. Das sagt im Grunde genommen ja alles.
Und das ist alles 1971, nicht? Also was es heute da noch alles gibt, ist ja so über Jahrzehnte aufbereitet, nicht? In Wiederaufbereitungsanlagen zum Teil der Linken. Natürlich auch bei Nazis, nicht der NPD und so weiter, die ja auch immer gern Palästina-Solidarität üben. Die 68er-Linke tendierte weniger zur El-Fatah, sondern mehr zur Demokratischen Volksfront für die Befreiung Palästinas, also DFLP abgekürzt. Das ist eine ML-Partei, also die dann zur PLO sich ebenfalls gesellte. Im Gegensatz zum westlichen Marxismus, der an den humanistischen Werten von Karl Marx festhielt, kann der östliche Marxismus als tendenzieller Verfall der Marx'schen Theorie bezeichnet werden. Die antiimperialistische Linke entdeckte dann ja auch den Leninismus und folgte der über Nacht geänderten Parole von Proletarier aller Länder, vereinigt euch, in Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch. Zu einem guten Teil beruht das Israel-Pseudos der Pseudolinken auf der mechanischen Übertragung eines allgemeinen Denkschemas auf eine ihm unangemessene Situation. Statt den geschichtlichen singulären Prozess zu analysieren, verfällt sie, so wie es überhaupt geschichtsfremd ist, einer oberflächlichen Analogie. An der komplexen Konkretion geprüft, lösen ihre Argumente sich auf. Wie Marx das Proletariat, so entdeckte die Neue Linke als Weltgeschichte des Movens die dritte Welt. Schon Lenin forderte die Vereinigung nicht nur der Proletarier, sondern auch der entrechteten Völker. In den westlich kapitalistischen Ländern lässt sich das System mit Marcuse nicht mehr aufspringen. Im Ostblock ist der Sozialismus bürokratisch, stalinistisch und imperialistisch entartet. Die Machtlosigkeit der Opposition hat sich bei den Maiunruhen in Paris 68 ebenso manifestiert wie beim Einmarsch der Ostblockstaaten in die CSSR 1969. Nur die dritte Welt berechtigt daher noch zur Hoffnung auf kommenden echten Sozialismus, in dem der Sozialismus Verantwortung für die dritte Welt fühlt und den Ausgleich Nord-Süd, West-Ost ins Auge fasst, gewinnt er selbst ein kritisch korrigiertes Gewissen gegen das Abgleiten in die Perversion des sozialistischen Imperialismus und der nur noch leistungsorientierten Technokratie. Daher stellt sich die Linke auf Seiten der afroasiatischen Völker gegen ihre europäischen Unterdrücker, also etwa früher auf Seiten der Algerier gegen Frankreich, auf Seiten der Neger in Südafrika und Rhodesien, alles Terminologie von 1971, gegen die weiße Minderheit. Diese Parteinahme dient nicht nur der nationalen Befreiung als solcher, obgleich auch sie eine Sache der Gerechtigkeit ist. Vielmehr knüpft sie an die Befreiung der Einheimischen die Erwartung, sie würden mit den Weißen auch den von diesen importierten Kapitalismus vertreiben. Diese Erwartung kann trügen. Bei der FLN in Algerien brachte die sozialistische Taktik und Fassade zusammen in dem Moment, als die Bewegung zur Macht kam. Der Vietnamkrieg bildete ein solches Fanal, weil hier die Einmischung einer fremden imperialistischen Macht besonders eklatant ist und weil auf der Gegenseite nicht nur präsumtive, sondern schon reale Kommunisten stehen. Für ebenso unterstützungswert gilt, ohne dass hier ein Volk gegen das andere stünde, der Aufstand der Südamerikaner gegen ihr eigenes Establishment. Humanistische, friedliche Lösungen sind in Augen extremer Gruppen von vornherein ausgeschlossen. Sie sind sogar abzulehnen, weil sie verbunden wären mit einem Verzicht auf den Totalanspruch. Der Sieg kann nur gewonnen werden durch heilige Gewalt, so Fanon. Dieses Konzept der antiimperialistischen dritten Welt ist aber für die Neue Linke nicht nur Theorie. Der Enthusiasmus für die Revolutionäre im Süden und Osten trägt dazu bei, auch in den unrevolutionären Gesellschaften des Westens bei der linken Jugend die Unruhe wachzuhalten und dem herrschenden System Teilkonzessionen abzuringen, zumindest es zu verunsichern. Er sucht, indem er ihnen moralische Unterstützung leiht, die Kämpfer der dritten Welt zu stärken, die durch jeden Erfolg den Einfluss des westlichen Imperialismus einschränken.
Apo im Westen und Guerillas bei den ausgebeuteten Völkern sehen sich als sich gegenseitig stimulierende Glieder derselben globalen Strategie. Auch der Kampf der Araber gegen Israel wird nun von der neuen Linken nicht unabhängig aus sich selbst, aus den geschichtlichen und psychologischen Gegebenheiten beurteilt. Es wird von vornherein eingespannt in einen weiteren Rahmen, wird zum bloßen Projektionsträger präfixierter Formeln. Er ist, so wird uns versichert, nicht als ein Teil im antikolonialistischen Kampf der afroasiatischen Länder gegen die imperialistischen Mächte um Befreiung und Sozialismus. Auf der einen Seite stehen die Araber, die als Afrikaner und Asiaten zur dritten Welt gehören und in den Augen der neuen Linken schon allein dadurch jede Unterstützung verdienen. Außerdem verbündet sich mit ihnen das progressive Russland, wodurch sie selbst progressiv werden. Auf der anderen Seite steht Israel als ein Staat von westlichen, europäischen, weißen Kolonisatoren, das mehr als die Hälfte der israelischen Juden aus arabischen Ländern stammt, wird dabei geflissentlich übersehen. Deklassiert Israel sich, so hören wir, schon allein dadurch als imperialistisch, auf Unterjochung des arabischen Raums bedacht, so wird sein Imperialismus vollends offenbar durch den politischen und finanziellen Rückhalt, den es bei den USA hat. Es vertritt das amerikanische Interesse gegen die dynamische kommunistische Expansion in den arabischen Ländern. Daher muss es verurteilt mehr, es muss zerstört werden. Das sind also alles Schematisierungen des Konflikts, die aus Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre entstanden sind. Umgekehrt mag in den arabischen Staaten jetzt Feudalismus, Einheitspartei oder Militärdiktatur herrschen. Sie mögen, wie Saudi-Arabien, die Sklaverei noch nicht abgeschafft haben, Kommunisten und Juden einsperren, mögen die Vernichtung eines ganzen Volkes vorbereiten oder wie Ägypten es zeitweise im Jemen tat, einen Giftgaskrieg führen. Auf all das kommt es nicht an. Entscheidend ist allein, dass sie sich mit dem imperialistischen Israel und wegen der Weigerung der USA, diesen ihren Brückenkopf durch die Araber liquidieren zu lassen. Dem Israel-Pseudos korrespondiert so ein Araber-Pseudos. Ich kürze das jetzt noch mal ein bisschen. Also hier geht auch das Analogdenken fehl. Die Palästinenser sind mehr nationalistische als sozialistische Partisanen. Revolutionär nennen sie sich bloß selbst und verstehen darunter nicht die Beseitigung eines oppressiven Systems, sondern das Rückgängigmachen der zionistischen Aggression. Landmann erkannte, dass nicht Sozialismus und Imperialismus sich gegenüberstanden, sondern zwei Volkswerdungsbewegungen, die gleiches Recht hätten und einen Ausgleich finden müssen. Dies war 1971 noch möglich. Heute hat sich erwiesen, dass dies weder mit PLO noch mit Hamas möglich ist, weil diese nicht einmal die Existenz Israels dulden werden, wie sie selbst sagen. Auf ihren Karten und Fahnen kommt Israel nicht vor. Dies gilt es jetzt nächstes Mal fortzusetzen.